Seit einigen Wochen ist Christian Sewing der neue Chef der Deutschen Bank. Er soll die Bank wieder aus der Krise führen. Und wie er das machen will, hat er heute hier auf der Hauptversammlung gesagt. Da geht es vor allem um zwei Punkte. Das eine ist eine bessere Balance zwischen dem Investmentbanking auf der einen Seite und dem normalen Privat- und Firmenkundengeschäft. Das heißt, die Bank soll sich aus bestimmten Bereichen des Investmentbankings zurückziehen, vor allem aus den USA. Das betrifft Zinsgeschäfte, aber auch Aktienhandel. Und soll so dafür sorgen, dass künftig ein größerer Teil der Erträge aus dem Privat- und Firmenkundengeschäft kommt und ein nicht mehr so großer aus dem Kapitalmarktgeschäft. Wir müssen unsere Geschäftsbereiche besser ausbalancieren, damit unsere Ergebnisse weniger stark schwanken. Nur dann werden wir nachhaltig profitabel sein und aus eigener Kraft Kapital aufbauen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite, der Christian Sewing sehr wichtig ist, ist die Kostenreduzierung. Die ist auch verbunden mit einem größeren Stellenabbau. Die Deutsche Bank hat heute angekündigt, dass sie bis Ende nächsten Jahres die Zahl ihrer Vollzeitstellen von 97.000 auf unter 90.000 reduzieren will. Das heißt, mehrere tausend Mitarbeiter werden die Deutsche Bank verlassen müssen.